Scientist Brandon. Ah, ich glaube, Bälle kann man nicht vertauschen oder verkaufen. Das ist, ich habe ja auf dem anderen Account noch einen Haufen Bälle rumliegen, kann die aber nicht übertragen, zum Beispiel, ne? Nicht jedes Item ist tauschbar. Fahrrad zum Beispiel ist auch nicht tauschbar. Dieser Ort ist perfekt für ein Labor. Guckt dir all diesen Platz an. Also hier ist so viel Platz. Ein Porygon. Download Ability. Und ahnungslose Leute verarschen, sowas mache ich doch nicht. Nee. Das wäre doch nicht nett. Metall. Metall und Elektro. Ich will eigentlich jetzt nicht wechseln. Wechseln ist immer blöd, weil du dann einen Extra-Hit auf die Mütze bekommst. Und bei meinem Level brauche ich wahrscheinlich doch nicht Level. Wechseln. Ich komme mit roher Gewalt durch. Ein Tito. Ich müsste mal wahrscheinlich mal wirklich wieder das Pokémon wechseln. Das ist ja völlig overlevelt, oder? Mit 79. Was war das denn jetzt? Womit habe ich das jetzt verdient? Was müssten wir mal. Wir müssten das Glurak mal wieder leveln, du. Hast schon 20 Level Unterschied hier. Ich muss etwas Geld besorgen, um diesen. Ja, um dieses riesige Gebäude zu kaufen. Und ich finde es lustig, dass die hier einfach das Polizeirevier quasi eingebaut haben. In das Erdgeschoss der Villa. Warum nicht, ne? Warum nicht? Oder sind das gar keine Polizisten? Sind das einfach nur Private Security? Ich habe gerade Pause, aber ich kann trotzdem gegen dich kämpfen. Steht da Trainer. Ist das Private Security? Oder sind das die Polizei? Ist das die Polizei? Bumm, direkt ein Level. Sehr schön. Ein Arcani. Moin, Lemox. Ja, läuft. Warum denn auch nicht? Ja, weil ich es halt noch nicht entwickelt habe, ne? Deshalb geht's so schnell. Du bist ziemlich gut, hat er gesagt. Ich weiß, dass ich gut bin. Diary, Tagebuch, 1. September. Mewtwo ist viel zu mächtig. Wir haben es nicht geschafft, seine bösartigen Tendenzen zu einzustampfen. Ich habe zwar Pause, aber ich kann trotzdem gegen dich kämpfen.
Flammenwerfer. Wir machen ein schönes Grillhühnchen. Nom nom nom. Broiler. Oh. Die Dinger schmecken immer so geil. Richtig so von so einer Broilerbude. Hertels oder sowas. Keine Ahnung, was ihr bei euch habt. Bei uns gibt es überall diese Hertels Grillhähnchen. Buden. Ist aber echt krass, wie die sich über die letzten Jahre oder Jahrzehnte verändert haben. Du zahlst mittlerweile das Dreifache oder sowas. Und die Hühner werden immer kleiner. Ja, das waren früher mal richtige Hühner. Mittlerweile sind das so kleine Täubchen. Ich weiß nicht, also ich habe das Gefühl, die fangen wirklich Tauben aus der Stadt und stecken die dort auf den Spieß. Die waren früher größer und die waren früher viel, viel billiger. Viel, viel billiger. Die haben in D-Mark weniger gekostet, als sie jetzt in Euro kosten. Aber naja, lecker ist es trotzdem. Langsam wird es hier ein bisschen knapp mit den HP. Na? Sollte reichen, ne? Jo. Du bist ziemlich gut. Oh. Inferno. Der Nutzer greift an, indem er das Ziel mit einem intensiven Feuer einhüllt oder umhüllt. Das hinterlässt das Ziel mit einer Verbrennung. Hat aber nur eine Accuracy von 50%. Das ist doch lächerlich. Nee, danke. Nee, danke. So nicht. Ah! Oh, das war cool. Seht ihr das? Die Pflanzen. Die Pflanzen sind angeordnet, um die Buchstaben oder um M2 zu schreiben. Hey, da ist ein merkwürdig platziertes Buch auf diesem Regal. Möchtest du es auf den richtigen Platz zurückstellen? Das Regal hat sich bewegt und eine geheime Passage wurde offenbart. Ich frage mich, wo das hinführt. Oh, fuck, wirklich? Na, M2. Mewtwo. Mewtwo. Mew2. Also man hätte auch zu dem Item kommen können, wenn man den falschen Weg nimmt. Wenn man hier bei der Polizeistation landet, hätte man auch so dort reinkommen können. Über das Regal, habe ich gar nicht gewusst. Ich wollte bloß gucken, ob es da noch mehr Mew-Stories gibt. Ist ja interessant, dass es mehrere Möglichkeiten gibt, ne? Weil hier ist nichts weiter. Dann wollen wir mal langsam rausgehen hier. Polyworld 68. Ja, das sollte reichen für Pyro, hoffe ich mal. Das Ding wird sich doch bestimmt wieder in die Luft jagen, oder? Das wollen wir nicht. Natürlich. Natürlich!
Scheiß Explosion. Aber was ich echt toll finde, ist, dass Glurak ein richtig schönes, großes Modell bekommen hat. Ja. Wieso benutzt denn jeder ein Shiny Metagross als Mount? Ich glaube, das gab es kostenlos. Kurz bevor ich wieder angefangen habe. Das hab ich ganz knapp verpasst quasi. Wenn man sich da, ich glaube, in der Weihnachtszeit, irgendwie im Dezember, für 10 Minuten auf dem Handy angemeldet hat. Du kannst es ja auch auf dem Handy spielen, auf dem PC und auf dem Handy. Wenn man sich da für 10 Minuten auf dem Handy eingeloggt hat, hat man das kostenlos bekommen. Die anderen Pokémon sehen halt so hier aus. Winzig kleine Modelle. Wie du siehst. Nur das Glurak hat halt ein Full-Size-Modell. Es gibt auch, ich habe auch bei anderen, also ich glaube, es sind die Starter. Also Turtok und Bisasflor habe ich auch schon in Full-Size gesehen. Und Dragoran habe ich auch schon Full-Size gesehen. Also es gibt wohl ein paar. Oh shit. Ich wollte noch gar nicht raus. Wie kommt man denn jetzt darüber? Verdammt. Ich wollte doch gar nicht raus. Naja, ich gehe mich erstmal heilen. Ich denke mal, es sind die Starter-Pokémon und dann aus irgendeinem Grund noch Dragoran, warum auch immer. Vielleicht kommen später auch noch mehr hinterher. Bloß die müssen halt erstmal diese Modelle erstellen. Ne? Das muss halt, muss sich erstmal jemand hinsetzen und das zeichnen und animieren. Und diese kleinen Modelle, die haben sie wahrscheinlich irgendwo aus den Pokémon-ROMs rausgeklaut. Weißt du? Das musste keiner herstellen. Dragoran, damit Siegfried cooler aussieht. Das kann sein. Aber wie komme ich denn jetzt darüber? Muss ich jetzt wieder den ganzen Weg hier? Wahrscheinlich, ne? Ah, Leute. Ich mach mal hier ein, wie heißt denn das, Repel? Danke. Lass mich in Ruhe. Auch wenn es bloß 100 Schritte sind. Ich wollte mich hier noch umgucken, weißt du? Und dann ging das auf einmal nach draußen. Man sieht es auch teilweise ganz, ganz schlecht, weil ich das Interface so groß eingestellt habe. Ja, da ist der Ausgang. Ich habe das Glitzern gesehen, dachte mir, ich guck mal, was das Glitzern ist. Das ist der Ausgang. Ist hier noch irgendwas, ist die Frage. Nein, hier ist nichts. Aber da oben geht's noch lang. Oh, was ist das denn? Was ist denn das hier? Da oben wuselt ein Pokémon lang. Oder? Tagebucheintrag. 6. Februar. Mew gave birth? Mew hat ein Kind bekommen? Stimmt doch gar nicht. Die haben das doch geklont. Das ist doch, es wurde doch nicht geboren. Oder? Wir nannten das Neugeborene Mew 2. Mew 2. Das stimmt doch gar nicht, oder?
Mew gave birth. Das stimmt doch gar nicht. Nicht Rebirth. Nee, nee. Mew gave birth. Mew hat gebärt. Mew hat ein Kind bekommen. Stimmt doch gar nicht. Die haben doch DNA von Mew genommen und daraus einen Klon gemacht. Die haben doch nicht Mew genommen, gefickt und dann gewartet, bis die ein Pokémon auskackt. Stimmt doch gar nicht. Das stimmt doch gar nicht. Also, das bin ich jetzt enttäuscht hier. Über diese Aussage. Mew gave birth. Stimmt nicht. Naja, egal. Wir gehen jetzt mal rüber. Zum Pyro. Ja, zum Pyromanen. Der alte Anzündler. Genauso ist es passiert. Ich war dabei. Aha, also du hast Mew geschwängert, ja? Du hast also Mew gepimpert. Schäm dich, schäm dich. Du bist komischerweise an dem Tag auch Vater geworden. Was? Ach so, am 6. Februar, ja? Kann ich dich an einem Payment-Plan interessieren? Wie nennt man sowas? Zahlplan halt, ne? Also ja, in Inkrementen bezahlen. Warum? Wozu? Keine Ahnung. Beast Ball. Warum ist der teurer als der Ultraball? Was kann der? Was kann der? Gibt's da keine Erklärung dazu? Hab ich schon einen? Was macht denn ein Beast Ball? Und warum ist er teurer als ein Hyperball? Fang von Ultra Beasts? Ernsthaft? Ich bin mir nicht sicher, ob es die Ultra Bestien hier gibt. Dieses Spiel hat, glaube ich, Pokémon bis zur Generation 7 drin. Ultra Bestien. Ist das nicht Generation 7? Es könnte sein, dass es die Ultra Bestien hier gibt. Ich kauf mal einen. Warum auch immer. Also, ich denke, es gibt die Ultra Bestien hier. Bin ich auch kein Fan davon. Ultra-Bestien, Gigamax, diese komische Versteinerungform, Fat-Moves, das gefällt mir alles nicht. Mega-Entwicklung fand ich noch okay. Mega-Entwicklung hatte irgendwie was. Aber das andere Zeug, was danach kam, fand ich alles scheiße. Und vor allem dieser Mist mit diesem Pokémon Legend Arceus. Wo du dann diese komischen Bosskämpfe hast. Wo du wirklich rumspringen musst und denen was auf den Rücken werfen musst und so ein Zeug. Wenn ich Zelda spielen will, dann spiele ich Zelda. Aber wenn ich Pokémon spielen will, dann will ich keine Action-Sequenz haben. Finde ich einfach bescheuert sowas. Dann bauen die Zelda-Kämpfe bei Pokémon ein. Generation 9 Mechanik mit dem Typenwechsel. Meinst du das, wo die versteinert werden? Oder was meinst du? Ah, du hast dich qualifiziert, die Arena zu betreten. Die Wache nimmt deinen Schlüssel. Terra-Dingend, genau, Terra-irgendwas. Nee, das finde ich eigentlich nicht cool. Keine Ahnung. Keine Ahnung, ich finde das nicht cool. Aber wie gesagt, ne? Jedem das Seine. Deshalb spiele ich lieber das hier als jetzt das aktuelle. Ich habe echt überlegt. Ich wollte unbedingt mal wieder ein Pokémon-Spiel spielen und ich wollte es auch streamen. Ich habe eine Switch und ich habe sogar das neue Pokémon da liegen. Ich habe noch keine Capture Card. Ich habe überlegt, kaufst du dir jetzt eine Capture Card für Streamen und machst du das?
oder spielst du doch lieber ein altes Pokémon? Und dann bin ich zufällig wieder an dieses Spiel erinnert worden, weil ein Kumpel von mir, der Kufo, den kennt ihr vielleicht, Kufo Gaming, der hat angefangen, das zu streamen. Und da habe ich mir gedacht, oh ja, das gab's doch noch. Und da habe ich mir gesagt, nee, scheiß drauf, ich kaufe mir keine Capture Card, ich spiele kein Popo und Karmesin, ich spiele das hier. Finde ich einfach besser. Ah, da, genau, da ist sogar ein Turtok. Ein großes Turtok. Ihr habt das gesehen. Also, ich gehe in die Feuerarena. Mit der Erwartung, dass ich hier Feuer-Pokémon treffe. Setze mein Wasser-Pokémon an die erste Stelle. Und das erste, was ich treffe, ist ein verficktes Unlicht-Pokémon. Wirklich, Leute, wirklich. Muss das sein? Gott sei Dank habe ich dafür ein Slap. Ein Wake-Up-Slap. Die gute alte Pimpschelle. Ja, Unlicht, Feuer, aber... Nee, Houndoom ist noch gar nicht Feuer, oder? Also Houndoom schon, aber Houndemon glaube ich noch nicht, oder? Also die erste, wie heißt denn die? Wie heißt denn die erste? Die ist auch schon Feuer. Ah. Ich dachte immer, der kriegt erst Feuer dazu. Weil er erst so ein kleines böses Puppy ist. Ein kleiner böser Babyhund. Und dann wird er zu so einer Art Cerberus und kriegt Feuer dazu. Okay, nee, cool. Okay. Wieder was dazugelernt. Der war schon Feuer. Alles klar. Und Nummer 3. Entwickelt. Ja, geht zu Nummer 2. Da ist er wieder, der Feuerspucker. Der Erik! Ich bin Nummer 2. Du wirst nicht an mir vorbeikommen. Erik! Ein Kumpel hat mir neulich einen absolut, absolut schrecklichen Anmachspruch erzählt. Also, er ist angemeldet auf einer Dating-Plattform und hat dort tatsächlich mal diesen Spruch benutzt. Mehrfach. Mehrfach. Und bis heute noch nicht damit Erfolg gehabt. Ich frag mich, warum. Ich muss mich jetzt bloß gerade an diesen Spruch erinnern, wegen Erik. Erik von hier Ariel, ne? Die Meerjungfrau. Also, zum Mitschreiben, ja, falls ihr niemals bei einer Frau gut ankommen wollt, benutzt diesen Anmachspruch. Hallo, mein Name ist Ariel. Ich bin halb Mensch und halb Schwanz. Ich musste so lachen. Ich musste so lachen. okay, bekommt man die Döspunkte fürs Zuschauen erst am Folgetag gutgeschrieben? Nee, nee. Du kriegst beim Zuschauen, kriegst du immer wieder so ein paar Punkte generiert. Ich weiß nicht genau, wie viel es ist. Aber du kriegst so beim Zuschauen generiert. Und fürs Chatten kriegst du auch noch extra Punkte. Aber auch mit Cooldowns drin. Und tatsächlich kriegst du auch extra Punkte fürs Bits spenden, aber mach das nicht, das brauchst du nicht. Geht sowieso die Hälfte an Twitch. Also wenn du mir Bits spendest, dann klaut Twitch die Hälfte davon. Mach das nicht. Das gönne ich denen nicht. Aber du generierst so automatisch Punkte. Und eigentlich auch genug. Der Myself, der guckt ja bei mir zu seit Anfang an, der hat über 100.000 Punkte.
Der weiß gar nicht, was er damit machen soll. Weiter zur Nummer 3. So habe ich meine Frau kennengelernt, sagt er. Hallo? Warte mal. Bist du die Ariel oder ist deine Frau die Ariel? Ich soll was trinken. Okay. Ah, danke. Ich bin die Nummer 3. An mir kommst du nicht vorbei. Der Super Nerd Avery. Also wir haben uns schon vorher darüber unterhalten, aber ich sage nur no homo. Ja, eigentlich alles relativ easy. Ich weiß bloß nicht, ob die PP reichen, ob ich nochmal rausgehen muss. Aber zur Not habe ich ja noch andere Pokémon. Ich denke, da kommen wir so durch. Weiter zur Nummer 4. Die Molly! Hallo Molly. Ich bin Nummer 4, du wirst nicht an mir vorbeikommen. Warum sagt ihr alle das Gleiche? Nichts Besseres eingefallen, oder was? Sag doch mal, you shall not pass! Nee, ich glaube Magnitude 8 ist, glaube ich, schon stärker als ein Erdbeben, oder? Das geht gar nicht genau. Magnitude. Ich glaube, Magnitude 8 ist ungefähr wie ein Erdbeben. Magnitude 9 ist über Erdbeben. Ein Erdbeben ist eine 90, ne? Und ich google das mal. Magnitude. Pokémon. Gucken wir mal nach. Eine 8. 8 ist Stärke 90. Eine 8 ist Stärke 90. Eine 8 ist genau wie Erdbeben. Eine 9 ist 110. Und eine 10 ist 150. Na? Was war jetzt die Frage? Das skaliert? Ja, das skaliert. Also eine 8 ist nicht 80. Na? Also eine 4 ist Stärke 10. Eine 5 ist Stärke 30. Eine 6 ist Stärke 50. Eine 7 ist Stärke 70, eine 8 ist Stärke 90 und das entspricht Erdbeben. Erdbeben ist 90. Ne, Erdbeben ist 100. Erdbeben ist 100, Korrektur. Erdbeben ist 100, sorry. Ich dachte, Erdbeben ist immer 90 gewesen. Haben die das geändert? Egal. Eine 9 ist 110 und eine 10 ist 150. Ich dachte, Erdbeben war immer 90. Ich google das jetzt auch. Erdbeben. Stärke 100, tatsächlich. Sache. Bin ich verrückt? Ich dachte, Erdbeben war immer eine 90. Okay. Ja. Aber Magnitude kann stärker sein als Erdbeben. Das ist da der Knackpunkt, das Wichtige zum Mitnehmen. Wenn man Glück hat, kann es stärker sein als Erdbeben. Deutlich sogar. 150. Das ist Feuer und Geist, ne? Ob ich da vielleicht mal einen Dieb mache? Leider nicht gereicht. Was macht ein Memento? Shit. Hat mich jetzt gediebhaft. Ein Neunschwanz. Naruto? Naruto, can you believe it?
Nee. Nee, ich kann es nie glauben. Habt ihr diesen Boruto-Scheiß gesehen? Burrito oder wie auch immer das heißt? Ich mag Tacos und Burritos. Nee, also das finde ich ja schrecklich. Es geht ja jetzt weiter mit den Kindern, ne, mit der nächsten Generation. Ja, Naruto war ja okay. Aber es geht jetzt weiter mit den Kindern. Ne, und der Sohn von Naruto heißt Boruto. Und jetzt geht es halt um diese Generation. Und ich weiß nicht, ich finde das einfach blöd. Die Story war fertig, war zu Ende, es war gut. Und die mussten einfach noch irgendwie Geld rausholen, jetzt machen die mit der nächsten Generation weiter. Und ich finde das überhaupt nicht interessant, ich weiß nicht. Oh. Fletchinder. Ja, dann müssen wir Surfer machen. Ich hab zum. Also meine Surfer werden nicht ganz ausreichen. Die Frage, ob ich jetzt nochmal rausgehe zum Heilen. Oder ob ich mich einfach so durchpresche. Wie gesagt, ich habe ja noch andere Pokémon. Nein! Da oben ist ein Mio. Mio. Ich bin Nummer 6. Du wirst nicht an mir vorbeikommen. Ich glaube, dann gehe ich mich nochmal heilen. Da ist ein Mio. Mio. Oh Gott, wie hieß denn das Ding nochmal? Oh, Feuerriegel und danach kam irgendwas mit Cinder, oder? Quillen Cinder oder was? Feuerriegel 2. So nennen wir ihn, Feuerriegel 2. Igel Lava, genau. Igel Lava. Ja, ja. Es gibt mittlerweile so viele von diesen Viechern, man kann sich doch nie und nimmer alle Namen merken. Also ich zumindest nicht. Ich zumindest kann es nicht. Geht leider nicht, ja? Na gut. Cinderquill ist Feuerriegel. Ah, okay. Ja. Quill, das sind die Stacheln. Von einem Igel oder von einem Stachelschwein oder sowas, die nennt man Quill. Und Cinder, ne, klar vom, sag schon, Glut, ne? Cinder heißt Glut, glaube ich. Also Glutstachel eigentlich. Wir sagen dazu Feuerigel, Feuerriegel. So, jetzt gucken wir uns das mal an. Da steht ein Mew. Was ist da los? Hey Bob. Der heißt ja Bob bei uns, ne? Major Bob? Hey Bob. Siehst du das auch? Ja, ich hätte nie gedacht, dass ich jemals dieses Ding mit meinen eigenen Augen sehen würde. Ist das dein Werk, Pyro? Nein, meine Augen... Boiling, the time to see this. Wie können denn Augen kochen?
Verstehe ich nicht, wie ich das übersetzen. Ah, brodeln, ja, ah, brodelnde Augen. Ja, okay. Meine Augen brodelten damals danach, es zu sehen, aber ich habe aufgehört, mit Team Rocket zusammenzuarbeiten seit diesem, naja, Vorfall. Ja, ich habe einen Besuch bekommen von meinem Cousin Wade, aber das jetzt wirklich zu sehen, Zeit fliegt, Zeit verfliegt halt. Also, ist schon krass, dass wir Mew an so einem Ort sehen würden. Ich werde jetzt gehen. Ich habe gehört, Team Rocket ist nach Johto gezogen. Und ich glaube nicht, dass es Giovannis Werk ist. Haben die Giovanni verraten? brennen ihre Gebäude lieber zugrunde. Oder sonst kommen sie wieder und wieder und wieder. Alles klar. Das war also Mew. Mew Free. Das war also Mew. Hey there, Gott. Ich will jetzt nicht sagen heißer. Das klingt dann falsch. Hot stuff. Na. Na du Macker. Keine Ahnung. Bist du bereit für ein brodelndes, für ein brodelnden Match? Für ein brodel das Match? Der Match? Die Match? Für einen brodelnden Kampf? Okay. Na, komm schon, greif mich an, aber unten in der Grube des Vulkans für unser brennendes Match. Alter, ist das neu? War das früher auch schon so? Kann mich gar nicht dran erinnern. Brodelndes Match. Das sagte der Pedo zu mir auch. weißer Van, Süßigkeiten. Komm in den Keller, Kleiner. Komm in den Keller. Ich sehe vielleicht aus wie ein Nerd, aber dich mache ich platt. Ein brennender Ameisenbär. Komm, ich zeig dir ein echtes Hoplo. Nee, der hatte auch eine Lavahöhle. Mir gefällt nicht, in welche Richtung hier das Gespräch jetzt mittlerweile geht. Aber das mit dem Hoplo verstehe ich nicht. Komm, ich zeig dir ein echtes Hoplo. Hoplo, ist das so ein Hasen-Pokémon? Ja, aber was hat das, was hat das was hat das mit einem Pedo zu tun? Verstehe ich nicht. sieht so aus, als hätte ich mich selbst platt gemacht. Er hat myself platt gemacht. Myself, mein Twitch-Moderator. Nein! Er hat myself platt gemacht. Ach so, die sagen sowas, ja? Ich zeig dir ein Kaninchen. Okay. Ich kenne mich mit Pedos nicht aus, also anscheinend habt ihr da ein bisschen mehr Erfahrung mit. Ich weiß nicht, auf welcher Seite dieser Unterhaltung ihr für gewöhnlich steht. Aber ich habe ein bisschen Angst vor der Antwort auf diese Frage. Seid ihr derjenige, der das Häschen zeigen will oder der das sehen will? Die alte Werbung für mehr Sicherheit im Internet für Kinder? Komm, ich zeig dir einen echten Hasen. Das ist das Meme der 90er. Ich sag mir gerade irgendwie nichts, keine Ahnung. Aber ich habe auch nicht so viel. Ich weiß
weiß es nicht. Komm, ich zeig dir einen echten Hasen. Ich weiß es gerade nicht. Heatwave für 8000, ne. Bitte googeln, Bildungslücke. Wie google ich das? Wie google ich das jetzt? Werbung. Ich zeig dir einen richtigen Hasen, steht hier. Ah, das kenne ich, ja, das kenne ich. Ja, das kenne ich. Okay. Okay. Ja, ich habe da jetzt nicht dran gedacht. Warum kommt ihr immer mit so einem Pedo-Zeug? Warum kommen immer so eine Pedo-Witze in meinen Streams? Was soll das? Guten Tag. Ah, hallo. Ist das die kleine Anna? Du hast aber einen niedlichen Hasen. Komm, ich zeig dir einen richtigen Hasen. Das kenne ich. Wegen der aktuellen Team Rocket Aktivität hat Pyro entschlossen, mich hier Wache stehen zu lassen. Macht dich bereit zu verlieren. Oh, Little Leo. Der kleine Leo. Oder der brennende Leo. Funktioniert beides. Lit und Little. Hashtag Knuddles. Knuddles. Okay, jetzt weiß ich wirklich nicht, wovon du redest. Hashtag Knuddles. Knuddels oder Knaddels oder keine Ahnung was, kenne ich nicht. Knuddels war in den 2000ern so ein Chat wie ICQ. Heute sind da immer noch Teens und jede Menge Pedos. Oh Gott, okay. ICQ hatte ich. Ich habe sogar irgendwo auf einem Zettel noch meine ICQ-Nummer aufgeschrieben. Ich weiß gar nicht, ob es das überhaupt noch gibt. Gibt es noch ICQ oder ist das abgeschafft? Du bist derjenige, der sie besiegt hat, das Team Rocket, ne? Und da ist Blaine. Er kämpft gerade gegen einen Evoli. Blaine kämpft gerade gegen einen Evoli. Wurde von Russen gekauft. Ist dort recht verbreitet. Okay. Warum nicht? Ha! Ich bin Pyro, der glühend heiße, Red Hot, ja, glühend heiße, Leiter von, Leiter der Zinnober Arena. Meine feurigen Pokémon sind alle bereit mit intensiver Hitze. Keine Ahnung. Wie das übersetzen soll. Zünden alle Herausforderer an. Ha! Hoffe, du hast ein paar, wie heißt das nochmal, Birn? Birnheels, ja, Anti-Birn, keine Ahnung. Verbrennungsheiler. Wie heißt denn das Item? Weiß ich gar nicht. Pyro zeigt dem Evoli ein echtes Flamara. Oh, du hast aber ein süßes Evoli. Komm, ich zeig dir mal ein echtes Flamara. Feuerheiler, danke. Feuerheiler, so heißt das. Komm, ich zeig dir mal ein echtes Flamara.
Also so viel Pedo-Talk, wie heute hier gerade stattfindet. Ich glaube, auf YouTube werde ich die Folge dann nennen Pedos bei Pyro. Da habe ich bloß nicht vergessen. Pedos bei Pyro. Oh Gott. Pedos bei Pyro zeigen ihr Flamara. Titel: Aufklärung über Internetkriminalität. Nee, Pedos bei Pyro klingt besser. Haha, ich hab dich durchschaut. Habt ihr das gesehen? Ja. Ein schlaues Schaufler. Ein schlaues Schaufler gegen ein dummes Bounce. So. Oh, du wirst wieder schnell sein, wa? Natürlich. Autsch, 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 autsch. Jetzt hat aber weh. Shit. Ah, hätte ich auch dick machen müssen. Ja, der kann jetzt leider nichts mehr machen. Der ist down. Der ist down. Ist nicht so schlimm. Wir gehen rein mit einem Georock. Earthquake. Was? Ist nicht sehr effektiv. Habt ihr gesehen, wie viel Schaden das gemacht hat? Ist nicht sehr effektiv. Ja, ich glaube, das Ding ist auch tot. Ja. Das Ding ist tot. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Ehrlich gesagt, nicht ganz sicher. Alter. Der one-shottet hier. Jetzt habe ich langsam ein kleines Problem. Wenn der one-shottet. Habe ich einen Top-Beleber? Oder wie auch immer das Scheißding heißt? Ich brauche einen Top-Beleber und dann kann ich das Ding locker machen. Wie heißt das? Full Revive? Full, habe ich nicht, ne? Nur normales Revive? Ja, das ist der Plan. Das Full Revive wäre natürlich besser gewesen. Aber wie viel hat der denn HP? 93 von 187. Also eine Mumu-Milch reicht. Ne? Eine Mumu ist 100. Eine Mumu-Milch müsste reichen. Was? Oh. Okay. Okay, was ist hier los?
Ich brauche ihn gar nicht, wie man sieht. Komischerweise macht er bei Glurak wegen seiner KI keine Feuerattacke. Obwohl die trotzdem ganz schön reinhauen würde. Und benutzt bloß Clear Smog. Und dadurch kriege ich den eigentlich auch so down. Ja, 187 hatte der. Lol. Also. Ich hätte es auch ohne Georock geschafft. Wie man sieht. Ich hab's ohne Georock geschafft. Komisch programmiert anscheinend. Alter. Ich bin zu nichts verbrannt. Nicht mal Asche ist übrig. Du hast dir den Vulkanorden verdient. Das war in der Tat ein hitziger Kampf. Die Flamme in den Augen deines Pokémons hat meine eigene... hat meine eigene Flamme beschämt. Du bist nun so kurz davor, die Pokémon-Liga herauszufordern. Nur noch ein Orden bleibt übrig. Und dann bist du da. Geh nach Vertania City für deinen letzten Orden. Werd dich zu schnell zu hitzköpfig oder sowas? Oder? Ihr Arenaleiter ist dafür bekannt, der rücksichtsloseste gegen Herausforderer zu sein. Und ich habe gehört, er ist gerade erst von seinem Training wieder zurückgekehrt. Er wird wahrscheinlich der beste oder stärkste Trainer, den du je getroffen hast. Ja. Der rechte Minato? Ach, der hier, Minato. 1, 2, 3. RH. Das war die siebte, genau. Und die achte ist in Vertania City. Da ist man ja, wenn man das erste Mal dort ist, ist die Arena zu. Ne? Und wenn man dann jetzt hingeht, ist sie jetzt offen. Und deshalb sind wir jetzt auf dem Weg nach Vertania City. Ah. Was hat's mit dem rechten Minato auf sich? Verstehe ich nicht. Der rechte Minato ist bei dir. Da war ein Typ, der hieß Minato, ja? Ist der irgendwie rechts oder was? Ach, der echte. Der echte Minato, nicht der rechte. Ich dachte, du sagst, der ist ein Nazi. Sorry. Fireblast brauche ich nicht, oder? Was macht ein Fireblast? Ich google das mal fix. Fireblast. Ach, das ist Feuersturm. Nee, Feuersturm trifft doch nicht so gut. Nein. Ich habe gelesen, der rechte Minato. Und wer ist der echte Minato? Gibt es auch einen falschen Minato? Gibt es einen falschen? Der echte Minato? Kenne ich nicht. Kenne ich nicht. Ihr erzählt mir heute so viel Zeug, was ich nicht kenne. Wir gehen uns mal die Copycat angucken. Also gegen Pyro wird das bestimmt ein Team mit Wasser-Pokémon sein. Ich stell mal Pflanze nach vorne, mal gucken, wie weit wir kommen. Rechts neben mir ist auch der echte Fels. Nein.
Der rechte Fels? Ich halte da schon die Klappe. Ein Turtok. Oh, ein Eisstrahl. Hat er mich gerade echt eingefroren? Oh, was für ein Glück muss man haben. Oh, fick die Henne. Ja, da, der ist tot. Der ist tot. Wow. Was für ein Glück muss man haben, dass der scheiß Eisstrahl beim ersten Mal einfriert und ich da nicht angreifen kann. Der hackfleischhassende Zerhacker? Der Hackstück hackelnde Zerfleischer. Nee, den Hackfleisch hassenden Zerhacker kenne ich. SpongeBob, ja, ja. Hab ich mal gehört. Wobei ich ehrlich gesagt für SpongeBob schon ein bisschen zu alt bin. Das ist größtenteils an mir vorbeigegangen, aber ich kenne prägnante Sachen davon, weil es halt damals dann auch jeder darüber geredet hat und so. Nee, zu alt, weil ich damals schon kein Fernsehen mehr so wirklich geguckt habe, so meine ich das. Also SpongeBob kam zu einer Zeit, wo ich eigentlich schon nicht mehr wirklich Fernsehen geguckt habe. Aber ich habe viel davon von anderen gehört und dann Clips gesehen und dann habe ich auch ab und zu mal reingeschaltet, aber ja, deshalb zu alt. Alter, der heilt sich aber ganz schön krass. Der heilt sich aber ganz schön krass. So, beende das. Wer hat denn freiwillig dieses Pokémon im Team? Keine Ahnung. Was ist denn da los? Stefan has gifted subs to viewers. Ein Stufe 1 Abo an die Community von Döskop. Diese Person hat insgesamt 6 Abos auf diesem Kanal verschenkt. Mensch du! Danke dir, Stefan! Warum machst du das? Wer hat's bekommen? Lemox hat's bekommen! Ach nee, danke dir, Stefan. Aber warum machst du das? Gib doch kein Geld für mich aus. Aber danke. Ach Mensch. Benutzt eure kostenlosen Prime-Abos. Da freue ich mich. Aber gebt kein Geld aus. Oh shit. Oh shit. Hier bin ich megamäßig im Nachteil. Auf den Schock erstmal den Clip. Endlich gibt es mal einer zu. Was? Was hast du da aufgenommen? Ach das! Ich stehe auf dick. Ich habe dazu ein YouTube-Video gemacht. Das musst du mal posten. Das hat mittlerweile schon 1000 Views oder so. Moment. Hier, ich poste das mal. Da. Gehen wir mal mit dem ran.
Also ich habe den Clip genommen. Ich weiß gar nicht, wer den gemacht hat. Lemox, warst du das? Ich weiß gar nicht, wer den Clip gemacht hat, aber ich habe den genommen und habe den auf YouTube geklatscht. Kampf. Weil man komischerweise auf YouTube dieses Spiel nicht auswählen kann. YouTube kennt das Spiel Pokémon Revolution Online nicht. Ich konnte dort kein Spiel auswählen. Hab's leer gelassen und aus irgendeinem dummen Grund fügt es dann halt irgendein Spiel ein, was dem Titel ähnlich ist oder so. Also ich habe das nicht ausgewählt. Und komischerweise, also bei Twitch kann man es auswählen, Pokémon Revolution Online, aber bei YouTube kann man das nicht auswählen. Ich weiß nicht, ob Nintendo da vielleicht ein bisschen was verklagt hat oder so, weil theoretisch ist das Spiel ja nicht offiziell. Ne? Es ist ja mehr oder weniger Fanmade, aber trotzdem geht hier Geld rein und das ist irgendwie wahrscheinlich Nintendo ein Dorn im Auge. Ne? Deshalb kannst du ja hier auch keine Coins kaufen, sondern nur Coins durch Spenden bekommen. Und die Server stehen in einem Land, in dem die Copyright-Rechte ein bisschen loser ausgelegt sind. Weil normalerweise, wenn das Ding in Amerika stehen würde, hätte Nintendo schon alles zu Tode geklagt. Dann gäbe es das Spiel nicht mehr. Ja. Und ich kann mir nur deshalb vorstellen, dass vielleicht auf YouTube dieses Spiel nicht ausgewählt werden kann, weil Nintendo da schon mal geklagt hat oder irgend sowas. Ja, weil in der Beschreibung Pro steht, hat es das Wii-Ding ausgewählt. Ne? Das wird sein. Wie gesagt, Pokémon Revolution Online konnte ich nicht auswählen. Gibt es einfach nicht auf YouTube. Ist merkwürdig. Ist der Kampf und Psycho oder nur Kampf? Ach, Kampf und Stahl. Kampf und Stahl. Dann mache ich Psychic, oder? Der ist schneller. Der ist schneller. Shit. Ich habe gerade wieder ein übelstes Problem. Der hat doch zwei Pokémon. Der hat danach noch eins. Shit. Habe ich einen Revive irgendwo? Was könnte man denn noch? Das Pikachu, oder? Das Pikachu wird schneller sein als er. Gegen Stahl ist es nicht so gut, aber es sollte ausreichen. Der Gerock ist dann die Notlösung. Ich weiß nicht, was als letztes kommt. Du weißt ja nicht, was als letztes kommt. Ein Gengar. Okay. Siehst du, da ist das Gerock nicht mehr so gut, weil Gengar schwebt. Gut, geklärt. Uiuiuiui. Ich frage mich, ob die Leute, die herkommen zum Kämpfen, dann Probleme haben gegen mein Team oder ob mein Team voll easy ist. Gengar hat Schwebe, oder? Die davor haben es alle zumindest. Ach, nee, es hat's gar nicht mehr. Die davor hatten, haben es aber. Nebulak und Alpollo haben es. Hier. Levitate. Cursed Body. Macht das. Ah, May disable a move. Ah, hat es gerade auch gemacht bei mir. Also wenn ich es angreife, kann das
diesen Move dann für den Rest des Kampfes oder für ein paar Runden halt deaktivieren. Okay, ich dachte, es hat immer noch Schwebe, weil komisch. So. Wir sind fertig mit der Insel, oder? Nee, wir müssen noch mal in das Labor rein.